Es ging um Inhalt und nicht nur sagen wir mal, um Komposition oder so. Zum Beispiel Berlin Wedding, sein Buch, weil sich den ganzen Bezirk versucht anzueignen, sich dann fragt, wie kann ich diesen Bezirk dokumentieren? Den grauen Himmel, den neutralen Himmel, keine Menschen. Das ist sozusagen diese Grundhaltung. Und dann natürlich so die Parallelität, wenn man gesehen hat, was in den USA mit den New Topographics entstanden ist, was so ähnliche Ideen hat im Hintergrund. Wir haben extra geguckt, dass das so einen Graudruck hat. Das sieht ja fast aus wie fotokopiert, aber das ist mit Absicht so gedruckt. Wie kriegt man das auch in der Repräsentation hin, was man inhaltlich gerne möchte? Also darum ging es eigentlich. Wir wussten damals schon so ungefähr, was wir wollten und was wir nicht wollten. Ein guter Ausgangspunkt dafür, ja, sich auch mit ihm darüber zu streiten, was mit Fotografie möglich ist. It would be this argument at the tables late at night. And Schmidt would do this for, I am objective, you are subjective. Und da haben wir also schon viel diskutiert, aber eben auch über die Rolle, was die Rolle der Künstlerin und Künstlers ist. Man musste einfach schon seine Meinung sagen, aber er hat immer zugehört. Und er hat auch in fotografischen Arbeiten andere Positionen zugelassen. Das sieht man ja auch in den Arbeiten der Schüler, die jetzt nicht alle nur dokumentarisch fotografiert haben oder sich der Wirklichkeit untergeordnet haben. Von seinem Weddingbuch hin zu Waffenruhe und Einheit, also das war schon eine große Entwicklung. Natürlich auch eben durch das gesamte Umfeld. One of the interesting things for American photographers, from Schmidt particularly, was the publication Waffenruhe.